Unser Reporter Leon irrt nun seit mehr als 2 Jahren durch die Wildnis. Heute will er uns etwas ganz Besonderes zeigen. Hallo, liebe Naturfreunde. Ich bin's wieder, euer Leon. Ich habe von einem Zuschauer erfahren, dass in diesem Haus hinter mir sich die YouTuber Fabian Grischkatten und Tobias Kriegers befinden. Der Sache gehe ich jetzt auf den Grund. Leon in Deck, Oberhafen geile Naturphänomene. Leon in Deck, Oberhafen geile Naturphänomene. Das ist Leon, Tobi ist nicht im Vorspann dabei. Och Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Leon in Deck, Oberhafen geile Naturphänomene. Als ersten Schritt versucht sich Leon an das Haus der YouTuber anzuschleichen. Dabei muss er sehr vorsichtig sein. Ich höre die ganze Zeit eine Stimme. Hört ihr das auch? Wir gehen weiter, komm. Er riskiert einen gefährlichen Blick in das Haus, um wirklich klarzustellen, dass die beiden YouTuber anwesend sind. Ich glaube, es ist jemand zu Hause. Es ist üblich unter YouTubern, dass sie sich einen gefährlichen Löwen wie hier zu sehen zu Hause halten. Deswegen müssen wir sehr gut aufpassen. Nach langem Überlegen betritt Leon das Revier der YouTuber. Wenn wir jetzt das Revier der YouTuber betreten, müssen wir ganz leise sein und vorsichtig. Wir dürfen keine Geräusche machen. Das war noch okay. Wir sind jetzt vor dem Schlafzimmer von einem der beiden YouTuber. Komm, wir gehen rein. Leon betritt das Schlafzimmer und wird schnell fündig. Da vorne ist er. Er versucht ganz nah an den YouTuber zu gelangen. Alter, wer bist... Digga, wie bist du hier über... Wer bist du? Ich bin Leon. Und wie bist du hier rein? Verschwinde! Er wird wütend. Leon überlegt kurz und entscheidet sich dann für die Flucht. Alter, was war das? Ja, also als ich diesen Reporter von euch da zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, was, das ist ja ein komischer Vogel. Wie ist der überhaupt in mein Haus gekommen? Aber eins muss ich sagen, sein Bart, der war echt erste Klasse. Der YouTuber ist ein sehr aggressives Tier. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Das erste Treffen mit dem YouTuber war nicht so erfolgreich wie gedacht, doch Leon hat einen neuen Plan. Mein Plan ist folgender. Ich werde mich in diese Badewanne hier legen und dann warte ich, bis einer der YouTuber kommt, auf Klo gehen will und dann kann ich mich nämlich mit denen unterhalten. Ich werde mich gut verstecken. Leon hat 2 Kameras im Raum versteckt, um das Gespräch zu dokumentieren. Oh, da kommt der YouTuber. Entschuldigen Sie? Hallo? Wer sind Sie? Ich bin Leon. Ja, das ist schön und gut, aber was machen Sie in meinem Haus? Stimmt das, dass Sie YouTuber sind? Ja klar, ich bin YouTuber, aber warum sind Sie in meinem Haus? Können Sie bitte verschwinden? Helfen Sie mir hoch? Helfen Sie mir hoch? Das ist ja wohl die Höhe. Sie brechen in mein Haus ein und ich so... Ja... Verschwinden Sie! Ja, dass dieser Reporter hier antanzt und meint, er könnte sich in meine Badewanne legen, so geht's nicht. So geht es nicht. Ich meine, klar, wir sind YouTuber, aber das ging zu weit. Das ging echt eindeutig zu weit, ja. Gut, sein Bad war schon heiß, aber das ging nicht mehr. Mein erster Eindruck, als ich den Fabian Grischkatt gesehen habe, hochnäsige Zicke. Ja, also, nee. Aber ich lass nicht los. Ich mach weiter. Leon versucht es in der Küche. Angeblich essen diese YouTuber auch etwas. Ich glaub da nicht so dran. Ich gehe der Sache aber nach. Kommt mit. Wir müssen ganz leise sein. Er ist nah bei uns. Hallo? Scheiße. Sollen wir bitte gehen? Ich glaube, er hat uns gesehen. Er wird leicht aggressiv. Er steht genau vor mir. Ich kann euch natürlich sehen. Er wird noch aggressiver. Aggressiver? Ich zeig dir gleich, was aggressiv wird. Wir müssen weg. Kommt. Ja, die sollen schon die ganze Zeit weggehen. Der YouTuber wird aggressiv. Leon muss schnell die Flucht ergreifen. So, das war's heute mit meiner Erkundungstour hier bei Fabi und Tobi, den YouTubern zu Hause. Wir halten fest, es sind sehr leicht reizbare Tiere und auch sehr aggressive Tiere. Aber vielleicht komme ich ja nächste Woche wieder. Scheiß, kommst du nächste Woche wieder? Ich doch. Wir kommen nächste Woche wieder. Doch. Leon in Deck, Oberhafen geile Natur, Phänomene. Yeah. Hey!
Hey, das war's wieder mit einer neuen Folge von Leon entdeckt Oberaffen geile Naturphänomene. In dem Format geht es ja darum, dass Leon als Reporter irgendwelche Sachen oder YouTuber entdeckt. Deswegen schreibt ihr jetzt mal bitte unten in die Kommentare, welchen YouTuber Leon das nächste Mal entdecken oder besuchen soll. Wir sehen uns wieder diesen Samstag und nächsten Dienstag. Ciao! Deswegen müssen wir sehr gut aufpassen.